Hallo und willkommen zurück bei Slime Ranger. Heute die neuen Sachen sind da. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert mit dem Einstellen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was hört. Hab gemerkt, ist ein bisschen schwieriger, weil hier in dem Raum ist ein leichtes Echo und das hört man. Also ich höre das. Was macht der denn? Alles klar, ist auch rein, das Ding. Ja, ich hab gemerkt, ich kann nicht mehr so komische Geräusche machen, das übersteuert dann sehr schnell. Ich hab ein bisschen mal rumprobiert, andere Einstellungen und sowas. Ich hab keine Ahnung von sowas. Und ich glaube, das merkt man aber auch. So, was? Und ich erhalte Hühner für Pink. Ein Knall. Was machen wir da? Ich habe jetzt auch was länger kein Slime Ranger mehr gespielt, weil ich habe ja beim letzten Mal so viele Folgen aufgenommen. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob ich irgendwas vorhatte oder nicht. Da sammeln wir jetzt erstmal die Pinken ein. Wir liegen ja genug rum. Alter Schwede. Tschüss. Tschüss. Okay. Gut. Das ist jetzt dann die erste Folge sozusagen mit den Einstellungen. Man kann ja, falls einer irgendwie eine Verbesserung hat oder irgendwie mehr Ahnung davon, kann er ja mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch umstellen oder wie ich das umstellen soll. So, jetzt haben wir erstmal hier die Hühner gehört. Nice. Schön, was haben wir denn eigentlich hier drin? Hier haben wir eigentlich genug Hühner, ne? Also ja, hier haben wir genug. So, die Katzen mögen Steinhühner. Ballern wir die Steinhühner einfach mal da rein. Für die Knall, die kriegen Gockel. Für zwei Gockel knallen wir mal da rein hier, zack. Einfach Rinder. Weil ich irgendwie gehört habe, dass man gar nicht so viele Gockel braucht. Aber gut. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass ich irgendwas hatte. Habe aber vergessen, was es war. Naja. Ich werde jetzt erstmal dieses Zeug einsammeln. Okay, wenn Zeug denn da ist. Stimmt, wir haben ja auch hier was gemacht. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Ey, die habe ich doch richtig hingestellt. So. Bleib verdammt nochmal stehen. Sieht aus, keine Ahnung, wozu das überhaupt da ist. Zack. Was? Ach, hier hinten. So, nehmen wir auch mit. Komm schon. Schön alles aufsaugen. Lecker. Ja, mit Frucht. So, 15, gut. Dann haben wir alles. Boah, ist ja kurios. Ich sehe gerade, beim letzten Mal, als ich aufgenommen habe, war ich am Hochladen und am Rendern und ich hatte eine bessere FPS als jetzt, wo ich gar nichts davon mache. Aber gut. Nein! Ich wollte eine... Oh. Ah, cool! Das wusste ich gar nicht, dass man die auch wieder rausziehen kann. Das ist natürlich gut zu wissen. Oh. Ja, Rind damit. Alter, die drehen ja richtig am Rad. Hat Schiffhund jetzt eigentlich voll? Boah, das sieht voll aus. So, die sind jetzt auffällig. Nehmen wir mal. Komm schon. Komm her. Na komm. Gib mir jetzt die Früchte! So, eine fehlt noch da. Wird Stress oder was? Komische Beule da. Bock.
Borg. Einen will ich behalten, von denen habe ich auch gerade vergessen. So, ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich hinten. Gehen wir mal gucken. Ich wollte ja hinten. Also, das, wenn ich mich erinnere, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Habe ich hier ein Lager gebaut. Und dann wollte ich ja was reinmachen. So, die Zwiebel ist drin. Dann baue ich ja eine Herzzwiebel. Okay, eine Quaderbeere habe ich schon drin. Das heißt, ich muss jetzt nur noch. Ein Ocker. Gut. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Kohle machen. Und die Quaderbeere da reinknallen. Saugen wir mal den ganzen Rotz aus. Und den gehen wir dann weg. Oh shit. Bevor hier noch nachher die Lager voll. Wird Kohle gemacht. Das dauert zwar jetzt was länger, wenn ich jetzt hier noch. Wobei, wir bringen den jetzt direkt weg. Weil wenn wir den nämlich dann jetzt direkt wegbringen, dann haben wir ja 4 Slots, dann können wir ja viel mehr mitnehmen. Das ist ja viel besser als anders. Upsala, jetzt bin ich schon daneben gelaufen. So. Zack. Jetzt haben wir auf jeden Fall, falls eins von denen kaputt geht, haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Satz. Wobei ich eigentlich viel mehr brauche. Ja, so. Gut, dass die alle glücklich sind. Ah, scheiße, jetzt habe ich hier. Aber die Herzrüben, die verstopfen hier wieder das Futterding. Das soll natürlich nicht sein. Du brauchst auch mal den ganzen Wasser raus. Schön. Der kann ich auch zweimal laufen. Einen noch. Schön. Zack. So, dann bringen wir mal die Kacke weg. Oh, wir machen hier richtig Kohle, ne? Das ist schon geil. Weg mit dem Schatz. Oh shit. Jetzt habe ich die Maus bewegt. Gut. So. Alles wird hier raus. Ja, komm. Nein, den holen wir nicht. Hier kommt 15, die holen wir. Ja, jetzt machen wir den hier. Ja, der hier bringt natürlich am meisten Kohle. Also hier Kristall vor allem. Also ich glaube, Kristall bringt echt am meisten Kohle. Gleich direkt wieder mitnehmen. Wir verkaufen jetzt einfach mal alles. So. Alter, hier sind aber auch wieder viele drin. Komm, dann saugen wir den auch direkt wieder leer. So. Machen wir den. Ich weiß echt nicht mehr, was ich letzte Folge gesagt habe, was ich vorhabe. Also ich glaube, ich habe hier. Der ist ja auch fertig, ne? Der ist hier komplett fertig. Das heißt, ich kann eigentlich neue Viecher holen. Ich habe noch einen Schlüssel. Da war noch. Ja, stimmt. Wir haben noch einen Ding, den wir fertig machen können. Wir haben noch zwei Wege, die wir kaufen können. Wir können einmal hier, da hinten was kaufen. Oh, der ist okay. Das ist schön.
sogar 12 Möhren und 8 von den Zwiebeln. Die Zwiebeln knall ich direkt rein. Ja, gut. Komm, die Möhren, die knall ich auch mal rein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich sie sonst hin tun soll. Kann dann sein natürlich, dass das wieder verstopft. Und hier hinten können wir natürlich noch weiter kaufen. Warte, hier hinten war doch noch ein Weg, den ich noch gar nicht gegangen bin, ne? Warte. Genau, hier. Hier bin ich noch gar nicht lang gegangen. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Mal gucken, was wir denn hier so finden. Bin ich denn auf der Karte? Hier. Okay. Das sind auf jeden Fall Hühner. Ich sehe da hinten schon, was sind hier gerade reingeplumpst? Hier haben wir Katzen. Katzen und Fels. Die sind auch hier, ne? Gehen wir mal hier rüber. Boah, das ist so knapp. So, hier haben wir eine Katze. Füttern wir die Katze direkt mal. Mit Hühnern. Kann man da hinten auch hin? Ja! Boah, der. Hier ist aber nichts. Wieso springen die denn alle ins Wasser? Sind die bekloppt? Hier muss doch auf irgendeinem Felsen was sein, sonst wären die doch nicht hier. Alter, wieso springen die denn alle da rein? Die mögen es halt ins Wasser zu springen, ne? Hier kommen aber auch immer mehr aus den Löchern. Wahrscheinlich immer, wenn einer ins Wasser springt, kommt einer neuer. Da ist noch ein Haar. Gucken wir mal. Ich bin immer an diesen Strand gekommen, um nachzudenken. Ich bin hier... Was? Ich bin hier gesessen und habe diese entfernten Ringe angestarrt und habe mich gefragt, wer sie gebaut hat und für welchen Zweck, Nigel. Aber hauptsächlich bin ich hier gesessen, ja doch, gesessen und habe über sie nachgedacht. H-Punkt, also minus H. Okay. Gut zu wissen. Ja, keine Ahnung, warum die alle ins Wasser springen. Vollkommen freiwillig natürlich. Hier sind Quakenfrüchte. Für Hühner. Ja! Zack, ich muss jetzt wieder Hühner sammeln. Upsala. Aua! So. Sammeln wir die Felsen mal ein. Die wollen alle da hoch. Aua! Aua! Au! Okay, hier sind Hühner. Oh nein, 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 nein. Komm schon. Ich häng fest. Au! Oh fuck! Alter, die tun mir richtig weh. Oh nein. Na, hier muss immer so eine Katze kacken und dann essen die Kacke und dann ist vorbei. Da ist noch ein Tor. Springen wir jetzt mal darüber. Noch ein Huhn. Ich muss mehr Hühner sammeln. Dann können wir die Katze da voll machen. Sollen wir das Tor öffnen? Wir haben ja noch einen Schlüssel. Scheiße. Oh. Gut. Ach komm. Ist das dein fucking Ernst? Machen wir so, das funktioniert einfach. Und zack, gut, dann gehen wir mal ein paar Hühner holen. Ja, doof, dass ich eben die ganzen Hühner weggetan habe. Also, wenn ich die ganzen Steinhühner genutzt hätte, dann wäre der fertig gewesen. Aber vielleicht leben wir noch ein paar. Mal gucken. Hier sind ja auch immer Hühner, sehe ich.
gerade. Sammeln wir die alle mal ein. Hab ich gerade einen Huhn übersehen. Na komm, alles zu mir, alle wieder zu mir. Boah, hier ist aber schon. Boah, hier sind viele Hühner. Weg mit der Frucht, ich brauch keinen mehr. Da ist noch ein Huhn. Hier ist ein. Da ist noch. Da, das versucht zu fliehen. Das versucht zu fliehen! Gefunden! Alter, 18 Hühner. 21 Hühner. 22 Hühner. Ich auch kein Gackern mehr. Gut. Also 22 Hühner, das muss doch reichen. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Meinst du, wir treffen von hier? Warte, ich probier's da. Ja. Alter, wie geil war das denn? Aber es hat nicht gereicht. Dann gehe ich mal zurück zur Base. Wir haben Kohle, ne? Warte, was kosten denn die Dogs? Die kann man ja jetzt kaufen. Ich hab's gehört. Wo versteckt es sich? Hier ist irgendwo ein Huhn. Ich hab's ganz genau gehört. Bin ich hier? War hier auch noch irgendwas? Nö, hier ist nichts. Ich kaufe jetzt mal die Dogs, oder? Wie teuer sind die? 5000. Yay, neues Gebiet! Alter, hier ist eine Ente. Warte, wenn hier so ein Wasserfall ist, kann man dann hier unbegrenzt viele von den Wasserviechern reinmachen? Das wäre natürlich ideal. Hier kann man auch noch vier andere. Unten hier ist noch ein Steg. Was sehe ich? Hier ist nichts. Hier ist noch was. Ein Haar. Alter, ist das viel Text. Boah. Der Blick aufs Meer erinnert mich wirklich an unsere höhere Bestimmung, Beatrix. Das Meer, das erste große Unbekannte. Dann das All. Und dann, was auch immer dahinter liegt. Dieses Verlangen zu sehen, was hinter der nächsten Wegbiegung wartet, steckt mir in den Knochen. Und nachdem du auch hier draußen bist, nehme ich an, es steckt auch in dir. Allerdings könntest du vielleicht auch hier draußen sein, weil du die frische Luft magst. Oder weil du die ungezähmte Schönheit dieses Landes bevorzugst. Oder vielleicht, weil du versuchst, etwas hinter dir zu lassen. Ha. Das ist sicher ein guter Weg, das zu tun. Recht viel weiter weg kommt man nicht. Minus H. Gut. Haben wir denn sonst noch hier irgendwas außer diesem komischen Kreis auf dem Boden? Nö. So, das heißt, wir haben hier nochmal vier Gehege. Hier haben wir ein bisschen. Wir haben sogar eine Ente. Da kann man ja hier dann diese Wasser, die Pfützen reinmachen. Wo kam ich hier nochmal hin? Ah, hier. Kommen direkt die Hühner hin. Zack, alles meine Hühner. Weg mit den Küken, weg mit denen. Ich will nur Hühner. Hühner, Hühner. Meine Hühner. Meine Hühner. Ja, GG, wenn der da oben ist, dann gibt es hier keine Hühner. Habe ich den hinten schon gelesen, bestimmt. Jetzt kann man ja hier auf anderen Sachen auch noch aufgehen. So. Ich glaube, das Tor hier
Genau, hier waren wir ja eben. Hier sind die Dogs. So, hier ist der Bereich. So, da sind wir lang gegangen. Hier ist die Katze. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Tor öffne, dann ist das eigentlich nur eine Verbindung. Das heißt, es ist nicht total unnötig, dass ich jetzt den Schlüssel dafür verschwende. Dann nutze ich den lieber für was anderes und später, wenn ich sowieso genug Schlüssel habe, dann kann ich den ja mal nutzen. Außerdem ist hier ja ein Portal eigentlich, was mich auch auf die andere Seite bringt. Gut, jetzt muss ich zwar immer ein bisschen laufen, aber... Hatten wir den schon? Ich habe dieses Areal selbst angelegt, indem ich Erde aus der Moosdecke überall verteilt habe. Nur um zu sehen, was passieren würde. Ich hatte gehofft, es würde ein oder zwei Jäger-Slimes anziehen, aber damit hatte ich leider kein Glück. Vielleicht muss ich hier stattdessen einen dieser großen Pilze zum Wachsen bringen. Es scheint auf jeden Fall, als würde sie gerne in der Nähe abhängen. Kann man hier große Pilze wachsen lassen? Alter, jetzt sind voll wieder die Hühner wieder. Alter. Zack, 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 zack. Alles einsaugen. Alle Hühner. Ich gönn mir jetzt alle Hühner. Erwischt. Kannst dich nicht vor mir verstecken? Waren hier immer so viele Hühner? Oder hin? Zack. Viel sauber. Oh, ich habe die ganze Nacht hier wieder durchgemacht. Schon wieder 7 Uhr. Das heißt, ich kann nicht pennen gehen. Wenn ich jetzt pennen gehe, ist der den ganzen Tag rum. Den ganzen Tag versaut. Okay, schaffen wir es. Und tschüss. Tschüss. Okay. Der ist immer noch nicht voll. Jetzt habe ich die ganzen Hühner umsonst weggeballert. Egal, geht mal rüber. Alter. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Hier war noch eine Kiste, oder habe ich die jetzt weggekickt? Bevor ich jetzt... Ach komm, geh mal rein. Wo bin ich denn jetzt? Hallo. Juhu. Halte ich mal, falls ich wieder irgendwo hinschießen muss. Hier sind pinke Slimies. Ich habe auch gar kein Arsenal für pinke... Alter, diese Lags. Ich habe auch gar kein Arsenal für pinke Slimies. Oh, shit. Aua. Geh weg, Alter. Ist ein Vegetar. Ich würde sagen, wir erkunden in der nächsten Folge dieses Areal. Ja, ist ein bisschen doof jetzt, ne? Aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Wir haben jetzt schon die 20 Minuten rum. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.